Jetzt kommt die SPÖ, aber genannte Wissenschaftssprecherin Andrea Kunzel. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege Ecker, was Sie gerade geäußert haben an Fassungslosigkeit darüber, wie furchtbar miteinander umgegangen wird, kann ich nur als Selbstreflexion dessen verstehen, was wir über Ihre eigene Partei gelernt haben in den letzten Tagen und was wir lieber nie erfahren hätten, weil es besser nicht passiert wäre. Es hat uns tatsächlich vieles fassungslos gemacht in den letzten Tagen, aber was uns, was viele Menschen, man kommt gar nicht an den Gesprächen vorbei, Sie müssen das auch selber kennen von der ÖVP, wirklich bestürzt und fassungslos gemacht hat, ist, wie jemand etwas, was für Kinder und Jugendliche in dem Land so extrem wichtig ist, einfach verhindert, weil er sein persönliches Fortkommen darüber setzt. Und uns ist allen hier natürlich politische Strategie nicht fremd. Aber was echt neu ist, ist, dass jemand etwas, was er für wichtig und für erfolgreich hält, nicht durchsetzen will, sondern verhindern will. Und auch nicht irgendetwas, sondern etwas, was für die Kinder, für die Familien in dem Land so wichtig gewesen wäre. Und wir könnten seit einigen Jahren tatsächlich einen wirklich großen Schub bei der Kinderbetreuung haben. Und auch gestern wieder haben die Koalitionsparteien hier abgelehnt, das Recht auf Kinderbetreuung durchzusetzen, das wir so dringend bräuchten. Auf der anderen Seite sehe ich nicht, dass Sie einen Schnitt machen dort, wo Sie viel Geld ausgeben, nämlich bei Ihrem großen Propagandaapparat. Da haben wir auch gelernt in den letzten Tagen, wie viel Sie in die Hand nehmen und wofür Sie es mutmaßlich in die Hand genommen haben. Und da kann ich nur Kurt Fischer zitieren, einen Bürgermeister der ÖVP, der heute getwittert hat: Wir brauchen jetzt keine Message-Control, schon gar keine Remote-Control. Wir brauchen einen demokratiepolitischen Reset, auch einen medienpolitischen. Wer weiter inseriert wie bisher, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt, Herr Finanzminister. Die Inserate, die Sie jetzt geschaltet haben, Sie haben die Zeit nicht erkannt und möglicherweise auch die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht, denn das wird auch noch zu klären sein. Also, was jetzt tatsächlich dringend notwendig wäre, wäre eine Wiedergutmachung an den Kindern und Familien in diesem Land. Nehmen Sie ordentlich budgetäre Mittel in die Hand, führen Sie ein Recht auf Kinderbetreuung ein, für Kindergärten, für Nachmittagsbetreuung, für Ganztagsschule. Das brauchen wir. Das haben sich die Familien verdient als Wiedergutmachung für das, was passiert ist. Applaus.